Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu einem weiteren VR-Video. Heute gucken wir uns die IKEA Experience an. Das ist praktisch IKEA zum Austesten, wie eine Küche aussehen könnte oder was man damit machen kann. Das ist ein kostenloses VR-Game für die HTC Vive und ich wollte es euch einfach mal zeigen. Morgen gibt es übrigens, also wenn ihr die Folge jetzt morgen guckt, heute ist ja Sonntag, sprich Montag, den, ich weiß nicht, was für ein Datum wir heute haben. Auf jeden Fall irgendwann im April, es sei denn, ihr guckt das nachhaltig, ist ja auch egal. Gibt es eine weitere Folge vom Job Simulator, da eröffnen wir einen Store, das wird auch sehr lustig. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. Außerdem kann ich euch noch empfehlen, Realities zu gucken, das ist auch ein sehr, sehr, sehr cooles Video. Naja, wir fangen mal an. Ja, wir sind jetzt hier in einer Küche von IKEA, ich muss das Headset richtig aufsetzen. So, ich habe mir auch ein neues Mikrofon bestellt, welches jetzt in Kürze kommt. Und ich habe auch gelesen, dass es ein bisschen rangezoomt war letztens. Ich habe es jetzt alles hoffentlich richtig gemacht. Und wir sehen hier schon Trigger, ja. Wir können jetzt praktisch hier die Farbe der Küche anpassen. Wir haben hier Optionen. Wir können die Körpergröße einstellen oder was auch immer das ist. Und wir können hier Sachen anfassen. So, als erstes, ja, wir können auch hier durchlaufen. Das Problem ist, muss erstmal schauen, ja, was man hier alles so anfassen kann. Ich weiß nur, dass da vorne was liegt. Ich gehe mal hier rüber. So, guck mal, hier liegt was. Recycle me or cook me. Nehmen wir das denn? Wie, was? Was stand da? Grab. Okay, was soll das denn sein? Hä? Das Kartoffeln? Moment, mal Scheife machen hier. Was soll denn das sein? Ich habe keine Ahnung. Wenn jemand was weiß, was es ist, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hat man hier einen wunderschönen Ausblick, ja, auf nichts. Wenn man hier wohnt, da steht auch noch was. Da kann man ja auch gleich darüber gehen mal. Vielleicht können wir ja ins Schlafzimmer da auch noch was dekorieren. Ich weiß es ja nicht. Ich zeige euch aber erstmal, dass wir die Küche in unterschiedliche Farben machen können. Gerade ist die Küche in so Holzoptik, ne, kann man machen. Ist jetzt, ja, schon sehr schick. Aber man kann jetzt auch sagen, komm, nehmen wir das. Ach, das ist ja die Holzoptik. Komm, wir nehmen Weiß, ja. Fühlt man sich wie beim Tierarzt, beim Zahnarzt oder überhaupt beim Onkel Doktor. Denn das ist eine weiße Küche, finde ich selber nicht so schön. Aber man kann aber auch Schwarz nehmen. Finde ich jetzt auch nicht so pralle. Also die Holzküche finde ich eigentlich am schönsten. Wobei das auch sehr elegant. Oh, hä? Wo ist denn jetzt das Zeug hin, was wir wegschmeißen sollen? Ach so, ich verstehe. So, pass auf. Achso, man kann das nur in dieser Küche machen. Alles klar. So, wir nehmen das mal. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwo gegenrenne. So, wir nehmen das mal. Also hier haben wir den Mülleimer, ja. Das sind alles Mülleimer. Oh, jetzt bin ich auf den Balkon gegangen. Alles klar. Hier können wir das hier auch anmachen. Ich habe keine Ahnung, was da hinten ist. Ich traue mir nicht weiter zu gehen, denn hier, was ist das hier? Was ist das? Eine Wand. Alles klar. warte mal, wir sollen das kochen, steht da. Ich gehe mal hier rüber. Machen wir das Ding hier wieder zu. So, immer zu da. Wie koche ich das jetzt? Warte, ich gehe mal hier hin. Nicht, dass ich gleich irgendwo gegenlaufe. So. Ja, kann man denn hier? Wie soll ich dich denn kochen? Achso, ich brauche vielleicht. Guck mal hier. Wie kann man das denn hier alles nehmen? Da kann man gar nicht nehmen. Warte mal. Einen Topf vielleicht? Man braucht hier einen Topf zum Kochen. Ach, das geht gar nicht. Was für ein Blödsinn. Warte mal, was haben wir hier? Eine Pfanne. Guck mal da. Ha. So, zumachen den Lachs. Und jetzt? Nein! Oh, warte mal. So, hä? Moment. Das ist alles noch hier ein bisschen... Jetzt. Guck mal, ich hab's geschafft, wie das da drüben... zu drüben zu platzieren. Okay, warte mal, ich soll hier kochen, aber wie mache ich das denn an? An! Warte mal, kann man hier irgendwas drücken? Was ist das hier eigentlich? Achso, da kann ich mich größer... Boah, welcher Mensch ist denn... Ich bin Riese! Das ist... Guck, wie klein die Pfanne ist! Hä, was ist das denn? Welcher Mensch? Wie groß bin ich jetzt? 2 Meter. Boah. So fühlt man sich also, wenn man 2 Meter ist. Was denn, wenn man ganz klein ist? Da kommt man ja vor. Ja, klar. Krass. Ja, wir sind normal groß. So. So, ich bin immer noch am Belegen. Ich wollte mich hier gerade schon abstützen, soweit kommt es schon. Wie machen wir das denn an hier? Kann man den mal drücken da? Achso, ich muss die Hand auswählen, ne? Wobei habe ich schon. Kann man das denn hier alles schließen? Ach, egal. Was haben wir denn hier? Reset? Achso, ne. Machen wir mal alles wieder hier zu. So, wir brauchen ja nur die Handfläche. Das steht. Guck mal, hier steht nämlich, ja, dass man das kochen soll. Ich tue es hier rein. Aber es fliegt immer durch die Gegend. Fliegt immer durch die Gegend. Ich lege es jetzt einfach mal da drauf. So, jetzt hat es geklappt. Guck mal. So, wie kochen wir das jetzt? Das ist die Frage. Ja. Geh doch! Kann man überhaupt kochen? Kann man das irgendwie höher stellen? Warte mal, hier hinten hat man ja auch noch Tasten.
Nee, das geht nicht. Schade. Dann schmeißen wir es einfach in den Müll. Also irgendwie geht's, aber ich bin zu blöd dafür. So. Schublade zumachen. Haben wir. So, können wir die Pfanne auch wieder dahin tun, wo sie hingehört, ne? Also das ist einfach nur so ein Ding zum Ausprobieren, wie man eine Küche machen könnte. Ja, das ist jetzt nichts Großartiges, dieses Spiel, sage ich mal, in Anführungszeichen. Aber dennoch eine lustige Sache, die ich euch mal zeigen wollte. Warte mal, ich gehe mal hier hin. So. War hier noch irgendwas zum Nehmen? Ne. Dann gehen wir mal hier rüber. Das war's schon. Mehr, hier kann man nicht hin. Oh, das ist aber. Haben wir denn hier noch was zu machen? Guck mal, hier sind auch noch so Fächer. Was steht da? Wednesday. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht haben wir hier noch, können wir hier noch irgendwas machen. Ich muss aufpassen mit dem Kabel, ich muss mich mal drehen. So. Ja. Irgendwas hier nehmen? Man kann nichts nehmen. Also, ich muss sagen, welchen Sinn diese Geschichte hier haben soll, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, ich laufe gleich wieder irgendwo gegen. Geh nochmal hier rüber. Ich will das gerne mit dem Kochen wissen, weil warum kann man die Pfanne rausnehmen? Warum? Wenn man das hier nicht anmachen kann, das steht hier drüben stand, dass man da kochen kann. Ich nehme das jetzt nochmal. Einmal teste ich es noch. Warte mal, ich mache nochmal hier. So, da ist es wieder. Pass auf. Das steht jetzt. Guck mal, hier können wir aufmachen. Achso, das ist ja Müll. Genau, hier steht. Wenn man es nimmt. Warte mal, hier stand es ja vorhin irgendwie. Warte mal, kann man das nochmal irgendwie sehen? Jetzt. Vor allem, was soll das sein? Irgendwelche Blätter mit. Ich glaube. Kann man den wenigstens im Wasserhahn machen? Können wir das hier reintun? Ja, können wir das da. Ach, das ist doch Quatsch, Ikea. Bei doch dein Mist! Ja, Leute, wo auch immer ihr seid, ich versuche jetzt gerade mal zu erahnen, wo die Webcam ist. Hier. Hier, oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich räume noch den Müll weg. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr hiervon haltet. Ist wie gesagt nur um na, auszuprobieren, ja, wie was aussehen könnte, wenn man sich eine Küche von Ikea holt. Aua. Oh, warte mal. Ach du Scheiße. Der Schreibtisch ist hier. Hier. Da seid ihr. Und ja, ist mal so eine kleine Spielerei. Ist jetzt kein richtig krasses Spiel oder sonstiges. Also ist nur mal zum Testen. Eigentlich schon praktisch, ja, wenn man sagt, ich will mir eine Küche bei Ikea kaufen. Dann sollte man das mal hier unbedingt ausprobieren. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bin hier bei dem kurzen Video und ich versuche jetzt echt zu erraten, wo die Webcam ist. Ich sag hier. Hier. So, ich habe komplett die Orientierung verloren. In diesem Sinne, macht's gut, danke fürs Zusehen und tut mir leid, wenn ihr Hintergrund Steam und alles seht. Super professionell heute, aber bei so einer kleinen App kann man das ja ruhig mal so machen, ne? In diesem Sinne, tschüss.